Hinter diesen Mauern liegt der Körper von Tyrion Fordring begraben. Einem der größten Champions, die unsere Welt jemals gesehen hat. Die silberne Hand wird ihn nicht freiwillig hergeben. Also werden wir ihn uns, wenn nötig, mit Gewalt holen. Todesgebieter, wir warten auf euren Befehl. Noch ist nicht alles vorbei. Hinter der Kapelle befindet sich ein Grabmal, in dem das Licht schwach ist. Erweckt die Toten im Grab zum Leben und lenkt die Wachen so lange ab, bis wir uns zur Kapelle durchgeschlagen haben. Tyrions Überreste ruhen unter uns in der Halle der Champions. Wir werden sofort zu euch stoßen. Ihr werdet nicht erfolgreich sein, Darion. Das Licht wird es nicht zulassen. Ohne Monster kann es keine Helden geben.
Die Zeit ist gekommen. Tyrion Fordring wartet auf uns. Endlich. Die vier Reiter erhalten ihren Anführer. Was ist das? Das schwarze Tor. Tretet durch. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Das Licht hat seinem Körper schwer zugesetzt. Es gibt nichts, was wir für ihn tun können. Schwarze Klinge mehr geopfert als alle anderen. Sein Leichnam liegt vor euch, voller Narben. Doch Tod ist für die Lebenden. Er waltet nicht über die Verdammten. Der vierte Reiter liegt vor euch. Befehlt ihm, sich zu erheben. Wir wissen, was es heißt. Sagt, was ihr zu sagen habt. Wir werden uns gerettet. Wir folgen einer einzigen Bestimmung.
Ehrfurcht sahen wir, wie eure uralte Waffe eine Schneise durch unsere Feinde schlug. Ihr beginnt euch einen Namen zu machen. Genau wie ihr gewinnt das furchteinflößende Artefakt, das ihr führt, ebenfalls an Macht. Wir wissen, was es heißt, Opfer zu bringen. Es ist vollbracht. Unter eurer Macht wird die Legion fallen. Die Ritter der Schwarzen Klinge werden